Jo, schönen guten Tag, der Era ist wieder da und ja, was soll ich sagen? Hab beschlossen, wir probieren es nochmal mit Mission Nummer 7 Wyoming. Mal gucken, ob die jemals auf Sendung geht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Missionsziel, trotz Indianerblockade die Stadt Jackson anschließen. Ein Gegner begleitet sie auf ihrem schweren Weg. Na, das ist doch schön. Wenn mich ein Gegner noch begleitet, da freue ich mich doch sehr. Okay, wir gucken mal. Das haben wir geschafft. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Also, wie Sie uns da durchgelotst haben, unglaublich. Ich registriere das Jahr 1855 und wir befinden uns nun in Wyoming, was in der Sprache der Delaware-Indianer der Ort der großen Ebene bedeutet. Lassen Sie sich aber davon nicht täuschen, denn hier gibt es einige wirklich große Berge. Auf dem Weg nach Westen melden unsere Erkundungstrupps immer häufiger Zusammenstöße mit Indianern. Diese fürchten um ihre Existenz und wollen sich unter keinen Umständen von ihrem Land vertreiben lassen. Obwohl sie von uns nichts zu befürchten haben, wurde die Stadt Jackson von Indianern abgeriegelt. Sieht nach einem echten Problem aus, aber keines, das sich nicht irgendwie lösen ließe. Wie ich höre, hat unser Konkurrent mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie wir. Allerdings geht er gegen die Indianer mit Waffengewalt vor. Er ist skrupelloser, als ich dachte. Ja, also wir sind die Guten, ne? Wir müssen die wieder nett überzeugen. Ja, wir nehmen auf jeden Fall hier unsere beiden Compressed Airs mit. Und wir nehmen eine Ten-Wheeler mit. Ja, und dann war es das schon. Mal schauen. Erreichen Sie auf dem Weg nach Westen die Stadt Jackson. Als wichtigen Etappenpunkt binden Sie diese unter allen Umständen in Ihr Gleisnetz ein und behalten Sie die Kontrolle darüber. Halten Sie nach einem alten, freundlichen Indianer Ausschau. Er könnte Ihnen sehr hilfreich sein. Okay, wir brauchen als allererstes mal ein Pionier, damit wir überhaupt mal wissen, was wir denn. Also hier ist schon mal ein Fort, hier ist Laramie. Was haben wir denn hier so Lustiges? Wir haben hier einen Passagier, wir haben einen Fracht 1. Ja, wir haben ein relativ mieses Passagieraufkommen. Ja, gut. Dann brauchen wir erstmal noch einen Passagierwagen. Wir werden uns wahrscheinlich als allererstes mal definitiv wieder Rock Springs. Okay. Das ist eine seltsame Karte auf jeden Fall. Ich glaube, es ist halt finanziell, es ist halt auch schwierig. Ich kann gar nicht so viele Pioniere losschicken. Dann sind wir nämlich pleite, können keinen Bahnhof bauen und dann ist die Partie direkt gelaufen. Das wäre nicht so schön, wenn man ehrlich ist. Weil wir müssen ja irgendwas anschließen. So, hier haben wir einen Bauplatz und ansonsten hat Cheyenne nichts. Also kein produzierendes Gewerbe, nichts vorhanden. Was wollen wir denn mit Fort Hawkins? Ja, Waffen müsste man dahin schaffen. Haben wir nicht. Wir haben keine Waffen. Ja, wir müssen das erstmal in Ruhe abwarten. Ja, wie gesagt, das Problem ist, ich werde jetzt wieder versuchen, das Ganze hier als Speedrun zu gestalten, in der Hoffnung, dass das Spiel so lange durchhält und wir nicht wieder im großen Loch des Lags sitzen. So, hier gibt es eine Waffenfabrik. Das ist doch schon mal schön. Was gibt es denn in Kaspar? Also eine Waffenfabrik ist schon mal was wert. Und diesen Ort schließen wir auf jeden Fall erstmal an. Dann können wir nämlich tatsächlich erstmal zur Not fahren wir halt erstmal nur Leute hin und her. Besser als ja nichts zu tun, wa? Die Frage ist: Kosten der 2000? Ja, komm, das kriegen wir hin. Zuckerrohrplantage entdeckt. Zuckerrohr, was kann ich denn? Passt das hier rein oder brauche ich dafür wieder einen eigenen speziellen Hänger? Was fährt man denn? Zuckerrohr. Hier oben, da brauchen wir einen Kühlwagen für. Einen Kühlwagen. Ein Kühlwagen. Naja, gut, das sollten wir ja hinkriegen. Aber Zuckerrohr wäre natürlich keine schlechte Geschichte.
Ja, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir hier so ein Stück weit an Knete kommen. Das ist wichtig. Ja, ich glaube, ich mache jetzt was total Blödes. Das ist dann halt nicht besonders aufregend, aber immerhin kommt dann wenigstens ein bisschen Geld rein. Und wir stehen nicht ganz blöd da. So, das kann man ja, diese Route kann man ja dann ausbauen. Weil wenn man die noch nach Kasper ausbauen würde, wäre das ja noch eine schöne Geschichte. Ich werde da definitiv auch noch einen vierten Wagen dranhängen wollen. Oh je. Hier oben ist schon die Konkurrenz. Ach Leute, ey. Das ist ja nicht euer Ernst. Na gut, dann müssen wir mal schauen, was wir hier unten so Schönes tun können. Ja, also hier oben ist definitiv... Diese Stadt gehört schon unserem Gegner. Hat sie sonst noch was Schönes? Können wir mal schauen. Mal hier durchziehen. Vorbei, wir können ja wenigstens mal aufklären. Naja. Gut, dann bauen wir mal das hier. Und dann bauen wir definitiv mal hier so einen Kühlwagen. Ja, also Kasper ist definitiv schon, da gibt es eine Schreinerei. Und gehört definitiv schon mal unserem Gegner. Dann müssen wir vielleicht gucken, dass wir vielleicht doch Rock Springs als nächstes Ziel ansteuern. Der Passagierexpress hier, der ist gar nicht schlecht. Der scheint ja tatsächlich echt so ein Stück weit... Knete zu generieren. Das ist ja ganz cool. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Ja, ihr merkt immer, wenn ich so ein bisschen mehr suche, merkt man, dass ich Nasenbär, der ich bin, das zum ersten Mal spiele. Wahrscheinlich kriegt ihr dann wieder die Version, wo ich dann schon wieder alles weiß und dann das Rucki-Zucki runterspiele, weil es wieder abgekackt ist. So, okay. Jetzt würde ich nämlich hier noch so einen Kühlhänger dranhängen. Dann nehmen wir... Oh, jetzt haben wir natürlich hier so ein Passagierproblem. Dann müssen wir mal abwarten. Wir machen jetzt direkt noch einen Pionier. Weil gerade jetzt am Anfang gilt es, so schnell wie möglich alles zu erkunden. Und auch anzuschließen an unser Gleisnetz. Oben können wir, glaube ich, jetzt erstmal gar nicht hin. Da haben wir erstmal gar keine Chance. So. Müssen erstmal warten, bis sich hier der Passagierbestand wieder erholt hat. Damit wir, wenn wir schon eine Route einrichten, möchte ich gerne, dass diese dann auch funktioniert. Weil dann würde ich nämlich spontan... Dann mache ich das so. Genau, dann mache ich das so. Dann mache ich so, dann hänge ich hier noch einen Passagierwagen dran. Noch ein Kühlwagen. Dann hauen wir uns hier den Waggon voll, fahren nach Laramie, hauen uns da den Waggon voll, fahren zur Zuckerrohrplantage, hauen uns da das Zucker rein. Und das Zucker möchte niemand haben. Okay, hat sich schon erledigt. Ach, Herr Jemini. Also Zucker, ich dachte, ich kann das hier auf dem Bauplatz Karren, aber Pussekuchen. Mal gucken mal, was rüberten kann. Vielleicht ist da irgendwie Bedarf. Na los, zieh los, mein Guter. Hier ist auch ein Bauplatz. Ja. Hier ist auch ein Bauplatz. Warum will niemand von euch das Zuckerrohr haben? Das finde ich nicht schön. Das ist also... Das ist ja mal ja nicht schön. Ich glaube, ich mache jetzt trotzdem noch einen Pionier. Weil wir irgendwie gerade so ein Stück weit so ein Problem haben. Wir finden nichts. Wir müssen erstmal ein bisschen was aufdecken hier. Wo ist denn eigentlich Jackson? Hier ist Jackson. Also wir sollen da, müssen wir hin. Also Riverton wäre grundsätzlich ja schon erstmal ein cooler Ort.
So. Jetzt müssen wir aufs Geld aufpassen, dass das auch funktioniert. Jetzt ist die Frage, warum kann ich denn hier in diese Kurve gar nichts mehr anbauen? Dann machen wir das jetzt so. Müssen wir hier einfach mal so eine... Okay, Rock Springs hat eine Zuckerraffinerie, hat auch eine Gießerei. Dann könnte man... Genau, die Indianer haben meinen Kollegen aufgefuttert. Diese Schweine. So. Hier können wir gar nicht hin. Dann müssen wir mal hier unten nochmal eine Spur lang ziehen. Ja, okay. Ich werde jetzt erstmal wieder hier in der Laramie... Runde fahren und dann müssen wir mal schauen. Ich habe gerade noch keine Checkung, immer mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Also Fort Hawkins wäre ein guter Abnehmer für unsere Waffen. Hier haben wir auch eine Gießerei, hier ist auch eine Schreinerei, also Rock Springs brauchen wir auf alle Fälle. Rock Springs ist quasi der Nabel meiner Welt. Hier können wir auch Werksviertel, also hier können wir dann auch Wagen und Waggons und Züge und so weiter bauen. Das brauchen wir auf alle Fälle. So, gut, jetzt haben wir das. Jetzt wäre die Frage, wie kann man das gut gestalten? Von hier nach hier und dann wieder zurück. Das ist, glaube ich, eine Idee. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde den Zug jetzt mal anhalten und dann versuchen wir mal, Rock Springs mit ins Boot zu holen. Indem wir da unser Zuckerzeug hinfahren. Irgendwie müssen wir ja hier erstmal irgendwas mit Produktion hinkriegen. So, du gehst mal nach Riverton. Diese Indianer schon wieder. Überall Indianer. Und ich dachte ja immer, die sind nett. So. Also das ist quasi hier oben, das ist sehr ähnlich. Kasper ist quasi unser Rock Springs. Hier müssen wir mal schauen. Beliefern Sie die Stadt Riverton mit 3 Waggons Möbel. Okay. Schreinerei. Okay, wir müssten erstmal irgendwie Holz finden, denke ich. Dann müssen wir mal schauen, ob und wie und was, ob wir denn Holz finden. Mal gucken. Dann können wir auch gerne Möbel liefern. So, Rock Springs ist angebaut. Das wollte ich hören. Gut, dann schließen wir den nämlich an. Dann machen wir hier diesen. Fahren das nach Laramie. Packen da die Leute ein, fahren das zur Zuckerrohrplantage. Dort laden wir das Zuckerrohr ein, fahren das nach Rock Springs. Laden dort wieder alles voll mit Menschen. Und diese fahren wir zurück nach Cheyenne. Los geht das. Holzfällerei. Also hier unten. Das ist ja schon mal ganz schön. Dann gehen wir hier mal den Weg zurück. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich wieder mal gegen das Mikro gehauen. Manchmal ist das so. Okay, für Holz. Für Holz brauchen wir Fracht 1. Oh, was ist denn das? Eine Consolidation. 30 Meilen pro Stunde, 3000 PS. Und schweinetoll. Das will ich nicht. Dann lieber noch ein paar von unseren Compressed Air Geschichten. Die sind nicht schnell, aber dafür ziehen die was weg und kosten nicht so viel in der Unterhaltung. Eine Holzfällerei. Müsste man hier, die brauchen Bretter. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwo ein Sägewerk bauen. Oh, was ist denn das? Stopp! Wer wagt es? Was ist das? Riverton möchte ich gerne anschließen. Das ist definitiv schon mal Fakt. Ich brauche definitiv nochmal einen Pionier. Ich muss mir mal noch ein bisschen die Wege freischießen hier.
Gehen jetzt mal hier lang. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Route, die richtig gut funktioniert. Ich mache mir direkt noch einen Frachtwaggon. Ich glaube, ich werde in Laramie eine Holzfabrik bauen. Holzfällerei 1, Zuckerrohrplantage 2. Also Zuckerrohrplantage ist ja schon mal sehr, sehr cool. Hey, jetzt geht's aber los hier. Ich kann mich gar nicht retten. Okay, stopp. So, jetzt müssen wir das hier mal ein bisschen konsolidieren. Also wir haben hier unten zwei Holzfällereien. Das ist schon mal schön. Jetzt werden wir uns hier mal den Weg frei machen. Jetzt habe ich eine gute Idee. Zumindest ab und zu tue ich ja so, als hätte ich sowas. Ja, dann brauchen wir erstmal Prospektoren. Ja, das Schöne ist, Geld funktioniert sehr gut. So, ich mache mal hier so ein Dreierbündel Prospektoren und erober mir mal hier die ganze Geschichte. Jetzt machen wir hier mal den Weg lang um diesen komischen Kram da. So, Cheyenne. Jetzt brauchen wir noch einen Passagierwagen. Und jetzt schließen wir hier die Holzfällereien an und schaffen das Holz nach Cheyenne, oder? Nach Cheyenne macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ich denke mal, das wäre clever. Und dann können wir nämlich das Holz nach Rock Springs bringen und von da aus nach Riverton. So ist der Plan. So denke ich mir das und so wird es jetzt auch einfach mal gemacht. So, weiter geht das. Viper, Coyote, mein Freund. Du musst mal hier den Weg erforschen. Dann schicke ich ihn halt wieder durchs Indianerland, aber... Okay. Jetzt würde ich als nächstes mal... Nein! So, und dann um die Kurve. Bahnhof, Bingo Bongo. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Okay. Du sollst bitte mal die Zuckerrohr... Nee. So nicht. Du rennst da wieder durch die Indianer durch und dann... Oh, jetzt rennt er wieder durch die Indianer. Ich möchte bitte nicht, dass du durch die Indianer gehst, mein Guter. Dann gehst du lieber gar nicht, oder was ist der Plan? So. Wir verkürzen die Produktionszeit von Menschen. So sieht das aus. Sehr gut. Als nächstes würde ich spontan ja schon wieder mal so einen Kühlwaggon bereitstellen. Dann bauen wir nämlich diese gleiche... Jo, sorry, da war schon wieder ein Crash. Ich würde behaupten... Das war schon wieder einer von denen... Ja, wenn jetzt ein komischer Schnitt da war, ja, das geht auf mich. Ich kann es leider nicht ändern. Das ist mir direkt abmarschiert, die ganze Nummer. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen forschen. Weil was mir definitiv noch total abgeht, ist Kohle. Wir bräuchten mal ein paar Bergwerke. Da ist natürlich noch gar nichts aufgetaucht, wenn ich mir das gerade mal so richtig überlege. Müssen wir mal gucken. Wo denn hier... So bergwerksmäßig irgendwas ist. Keine Ahnung. So, wir schauen mal. Hier können wir jetzt mal ein paar Passagiere mehr. Ja, und ich würde jetzt quasi spontan nochmal so eine Route einrichten. Mit Kühlgut und Passagieren. Ich denke, das ist zielführend. Passagiere. Also sowas, wie wir jetzt schon haben. Damit wir von der Zuckerrohrplantage 2 und da können wir Riverton auch gleich mit an. Das ist eine Idee, genau. So, was haben wir denn in so einer Zuckerrohrplantage? Achso, die ist noch nicht angeschlossen.
Zuckerrohrplantage produziert 2 Waggons, genau. Aber dann machen wir das so. Das kriegen wir hin. Ja, wir müssen jetzt erstmal ja noch ein paar Passagierwagen bauen und wir müssen hier unten die Holzfällerbetriebe anschließen. Das wäre jetzt mein nächstes Problem. Nein, hier runter, darunter, zack. So. Zack. Und da war das Geld. Alle. Das ist ja nicht schön. Das finde ich ja nicht gut. Dann bauen wir erstmal so. Goldgräber statt finden und anschließen. In der Stadt brodelt die Gerüchte, es wird Gold gefunden. Schnappen Sie sich einen Geologen und machen sich auf die Suche, wenn Sie vom Goldrush profitieren möchten. Ein Geologen? Ein Geologe? Eine Tabakplantage ist auch gut, aber gerade nicht das, was ich benötige. So, wo ist denn jetzt hier? Hier oben. Ach, die ist auch schon an die Konkurrenz rausgegangen. Die Truppe Schakal. Muss hier mal noch ein bisschen suchen. So. Ach, das ist ja ein Blödsinn. Das ist ja gar nicht schön. Wo schnappe ich mir denn jetzt einen Geologen, Mädels und Jungs? Hier gibt es auch keinen Geologen. Kann mir hier einen Indianer kaufen, aber ich will keinen Indianer kaufen. Ich möchte ja erstmal hier alles soweit anschließen. So. So tun wir das erstmal. Dann haben wir nämlich hier die beiden Holzfällereien am Start. Mit denen werden wir gleich übel zu Gange gehen. Ich kann ja schon mal eine Compressed Air mit Frachtwaggons ausstatten und das schon mal nach Laramie schicken. Ein Bergwerk. Sehr gut. Bergwerk ist ziemlich cool. Bergwerk brauche ich. Ich bräuchte gleich noch ein Bergwerk. Das wäre noch besser. Aber das ist jetzt gerade nicht gegeben. Das macht aber nichts. Wenn es hier noch eins gäbe, das wäre grandios. Dann könnte man so eine richtig schöne Schüttgutbude wieder bauen. So, Passagier 2 steht bereit. Kann man noch eins bauen, denke ich. Das kriegen wir hin. Und Berger 1. Ich möchte an der Stelle festhalten, das ist wiederum, es gibt so Momente im Leben, na, das ist ja Rotz. So, müssen wir hier runter, das möchte ich bitte. Ich möchte bitte die beiden Bergwerke anschließen und dann werde ich jetzt hier unten nochmal eine Runde drehen. Jetzt müssen wir erstmal zum Gehen kommen. Wir haben jetzt ganz schön die Knete verholzt. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir ein bisschen Geld an den Start bekommen. So, die Ten Wheeler. Die ist jetzt quasi nochmal mit der Mission betraut, Passagiere zu fahren, und zwar von Rock Springs. Kasper wurde eine Zuckerraffinerie gebaut. Immer viel Glück damit. So, Bergwerk 2 ist angeschlossen. Bergwerk 1 ist auch ein Holzfällerei, Entschuldigung. So, dann fahren wir zur Holzfällerei 2, holen da mal Holz, fahren das zur Holzfällerei 1, holen da Holz und fahren das nach Laramie. Das ist nämlich so der Plan. Dann bauen wir uns hier mal ein Sägewerk. So, und jetzt versuche ich mein Glück. Ja, wir müssen dann hier definitiv mal einen Trapper hinschicken. Stopp. So. Nee. So. Sonst
macht das alles ja keinen Sinn. So, jetzt brauche ich mal zwei Prospektoren. Schon wieder. So. Und wir haben ja hier eine Schreinerei, eine Gießerei, eine Zuckerraffinerie. Die Stadt kann ja echt mal was. So. Jetzt haben wir natürlich in Rock Springs so ein bisschen Personalmangel. Das macht aber nichts. Das macht was. Jetzt kann ich natürlich kein Personal losschicken. Ich will das ja schon so ein bisschen als Personentransport haben. Oh, die haben schon Kasper angeschlossen. Warum haben die schon Kasper angeschlossen, die Schweine? Ja, die haben tatsächlich hier schon Energie drunter gebaut. Aber das können sie gerne tun. Es wird ihnen nicht gelingen, mich damit irgendwie anzupieseln. So. Die Trupp Schakal. Laramie freut sich. Das ist schön. Ist doch schön, wenn sich Menschen noch über Dinge freuen können. So, dann fahren wir zur Zuckerplantage, laden da den Zucker ein, fahren zu River Run. Und von da aus fahren wir zu... Nee, stopp. Halt mal, stopp mal, das ist ja alles Schrott. Das ist ja alles Schrott. Okay, dann fahren wir hier die Passagiere. Stopp. Und fahren mit diesen nach River Run. Laden uns dort noch mehr ein. Fahren mit denen zur Zuckerplantage. Laden uns das Zucker ein. Fahren das nach Rock Springs. So. Hat denn das da oben auch eine Zuckerraffinerie? Hat es nicht, aber es würde gerne eine bauen. Mhm. Ich möchte ehrlich gesagt keine mehr bauen, wenn ich es mir aussuchen kann. Weil da fehlt mir der Nerv dazu. So, deswegen fahren wir jetzt einfach mal hier hoch. Laden hier noch Leute zu, fahren zur Zuckerplantage. Laden uns... Wer hat denn jetzt meinen Zucker geklaut? Und bringen den nach Rock Springs. So. Ah, ich bin doof. Ah, nein, nein. Stopp. Na, ich habe ihn zur falschen Zuckerplantage geschickt. Es gibt so Momente. Es gibt so Momente, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht schlecht, wenn ich das andersrum gestalte. So, wer steht denn hier so sinnlos rum? Wo vor allem? So, jetzt gucken wir mal. Du bist hier hinten. Ja, dann geh mal da den Weg. Und der Biber Butzemann. So. Jetzt brauchen wir jede Menge Schüttgut. So, dann machen wir das Ganze nämlich nochmal. Wir packen die Passagiere ein. Fahren zur Zuckerplantage 2. Hauen uns das Zuckerrohr rein. Fahren das nach Rock Springs. Dort hauen wir uns wieder die Passagiere rein und die fahren wir wieder hier hoch. So. Uff, ein Rudel Dingos. Ja, egal, ich werde jetzt erstmal hier unten ein bisschen aufräumen. Und Laramie hat ein Sägewerk gebaut. Sehr gut. Das läuft so. In Laramie. Da kann er aber einen schönen Handelskrieg führen, wenn er das möchte. Ja, ich denke, wir sind jetzt erstmal mit allen Sachen, die wir hier so haben, relativ gut aufgestellt. Wir sollten uns da jetzt keinen Kopf drüber machen. Laramie ist gut angebunden, Holz kommt in großen Mengen. Ich denke, das sollte funktionieren. So, hier gibt's nichts. Mal schauen, wie es hinten weitergeht. Wir müssen als nächstes auf jeden Fall erstmal Schüttguttransporter bauen. Nicht wahr, nicht wahr. Was habe ich denn nach Riverton geliefert?
wollte überhaupt nichts. Ich wollte nichts nach vorne. Machst du jetzt Mist oder was? Nee. 20. Ja. Wahrscheinlich tatsächlich für die Menschen. Ja. Für die Menschen. Sehr gut. Da kommt's wieder. Ja, mit dem müssen wir mal hier lang. Müssen wir hier einen Weg frei machen. Ich brauche 6 Schüttgut-Hänger, bitte. Das ist mit Abstand die schnellste Compressed Air aller Zeiten. Das Ding geht ab. So, jetzt können wir mal hier mit dem Indianer hantieren. Ach, jetzt kann ich mir hier einen Planer kaufen oder was? Ja. Schabernack. Schabernack. Na, jetzt bin ich gerade tatsächlich gar nicht so richtig in der Lage hier so schnell zu hantieren, wie ich gern möchte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also da kommt eine einzelne Bahn für den Laramie Handelskrieg. Ist auch spannend. Und da kommt mein Holz. Da können wir uns ja mal eine Scheibe von abschneiden. So, jetzt können wir natürlich... Das ist gar keine schlechte Geschichte. Mir fällt gerade was Tolles auf. Das ist echt nicht schlecht. Gut. Das zeige ich euch dann gleich, was mir gerade so grandioserweise aufgefallen ist. Wo ist denn jetzt hier der Gold Rush? Die haben doch gesagt, hier, ich brauche einen Geologen und dann geht's los. Ich kann mir keinen Geologen zulegen. Muss mir das nochmal angucken hier. Also, Submission 1, Möbel. Das ist kein Problem. In der Stadt brodelt die Gerüchte, es wurde Gold gefunden. Dann haben sie sich einen Geologen und machen sie sich auf die Suche. Ja, wo schnapp ich mir denn bitte schön einen Geologen? Gibt's doch hier gar nicht. Hier ist eine Tabakplantage. Die könnte man noch am Riverton anschließen, denke ich. Das wäre doch noch eine Idee. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Geld aus für Dinge, die man noch so entdecken kann. Da muss ich nicht ganz so viel suchen. Hier ist noch eine Holzfällerei. Ne, hat man schon. Sehr gut. Jetzt hämmert er hier mit seinen uralten, defekten Loks auf meinen Schienen rum. Das finde ich ehrlich gesagt gerade ganz schön zum Brechen, wenn ich mal ehrlich bin. So, was sieht es aus? Ich brauche noch einen Schüttgut-Hänger. Noch ein Schüttgut-Hänger. So, jetzt. Hier unten wollte ich noch ein bisschen nachschauen. Und dann müssen wir mal gucken. Dann würde ich ja ganz gerne noch hier das Rohr anschließen. Und hier oben, das ist die Tabakplantage, schließe ich auch gleich noch an. Da könnte man nämlich tatsächlich hier noch so einen Tabaktransport installieren. Der ein bisschen was holt. Mal gucken, wie und was. Warum hängen die eigentlich hier unten alle auf meinen Gleisen rum? Das ist ja echt der Hammer. So. Komm, wir waren noch ein Passagierwagen. Was soll der Geiz? Wir müssen ja ein bisschen hier zu Potte kommen. Rock Springs. Riverton. Ja, hier habe ich eine gute Idee. Das mache ich. Ich werde jetzt hier so eine Zigarrenfabrik hinbauen. Das ist doch, glaube ich, viel lustiger. So. Das mache ich. Ja. Wir bauen da oben eine Zigarrenfabrik. Fort Hawkins ist angeschlossen. Waffenfabrik brauchen wir noch. Jetzt kriegen wir alles hin. So. Gut, dann verlegen wir mal diesen Komplettzug
Nach Rock Springs. So. Als nächstes bauen wir aber erstmal einen Kühlwagen. Ah ja, das ist eine Tabakgeschichte. Tabak ist gut. Ich als Alba-Raucher muss ja sagen, so ein Tabak kann man immer mal gebrauchen. So. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen dafür sorgen, dass hier die Passagiere ein wenig schneller auf die Beine kommen. Bam, 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 bam. So, ja, mal ein Kühlwaggon. Machen wir noch einen Passagier dran. Sehr gut. Ja, hier ist es jetzt gerade so ein bisschen. Hier ist halt nicht so besonders gut gelungen. Das muss man mal klar festhalten, aber ich kann es leider jetzt nicht ändern. Das muss so ein bisschen seltsam aussehen. Sonst funktioniert es nicht. So. Schnappen Sie sich einen Geologen. Ich will auch Gold. Ich möchte bitte auch Gold haben. So, brauchen wir noch einen Passagierwagen? Den brauchen wir eigentlich nicht. Hier können wir jetzt eigentlich noch eine Lok dazu basteln. Was haben wir denn an günstigen Loks? Brauche ja eigentlich nichts Aufregendes. Aber da ist schon so eine Ten-Wheeler. Das ist schon so das Nonplusultra für alles. Muss man mal so festhalten. So, jetzt geht das hier rüber. Und jetzt wäre denn wir Bergwerk 2, Bergwerk 1. Gut, dann fahren wir zum Bergwerk 2. Hauen uns da den Kessel voll. Fahren zum Bergwerk 1. Hauen uns da den Kessel voll. Fahren zurück nach Rock Springs. Und dann fehlt uns das Geld, um diese tolle Route in Betrieb zu nehmen. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, wir haben so ein kleineres finanzielles Problemchen noch. Also noch ist hier mit dem Umsatz ein bisschen Essig, aber ich habe schon so ein paar Routen im Kopf, die definitiv dafür sorgen werden, dass wir hier im Geld ertrinken werden. Dauert aber eben noch ein bisschen. Leute, ich wollte die jetzt nicht wieder löschen müssen, nur weil hier ein bisschen Geld fehlt. Ist noch eine da oben. Stopp. In the name of love. Na dann können wir doch hier wirklich. Das ist nicht. Naturgemäß ist das doch eine schöne Geschichte. Dann brauche ich einen Prospektor. Brauche bitte einen Prospektor, der da oben dieses Ding da anschließt. Der kommt hier wieder nicht hin, oder was? Oder wie? Ich weiß gar nicht, ob man da noch so viel upgraden kann. Die Männer sind sehr niedergeschlagen. Schade. Ja, dann können wir natürlich hier nochmal. Da können wir hier natürlich noch einen Kühlhänger ranpappen. Das ist natürlich ganz cool. Dann können wir nämlich da oben wirklich im größeren Stil Tabak durch die Gegend fetzen. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, wir marschieren mal darüber. Ja, und ich mache erstmal eine kleine Pause. Bis später. Jo, da bin ich wieder. Sorry, jetzt ist bestimmt nur ein kleiner Schnitt drin, aber ich habe gerade einen wichtigen Termin verschlafen. Und meine Frau war dementsprechend
amüsiert. Oder wie auch immer wir das gerne nennen wollen. So, mein Kühlwagen ist bereit. Jetzt muss ich mich erstmal wieder reinfuchsen. Jetzt war ich mehrere Stunden unterwegs. Das ist schön, was Vitamine ich so vorspitzen kann. Grandios. Egal. So, mein Kühlwagen steht bereit in Cheyenne. Zwei Kühlwagen, ein Passagier. Reicht das? Wollen wir noch eins? Das reicht, glaube ich. So, dann fahren wir das mal zur Tabakplantage 1. Ja. Fahren wir dahin. Ja, klar, ich wollte natürlich zur Tabakplantage 2. Aber ist egal. Ach stimmt, an der 2 gibt es ja demnächst, gibt es ja noch keinen Bahnhof. So. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier noch so Lustiges erforschen können. Hier ist noch ein Forschtrupp. Coyote steht hier drüben. Ja, müssen wir jetzt einfach mal hier lang schicken. Tabakplantage 2 wurde angeschlossen und der Dachstrupp. Hier ist die Karte zu Ende. Hier kann ich nirgends mehr hingehen. Das ist ja witzig. Schnick die Schnack. Ich schicke den auch mal da lang. Dann geht zur Not, geht er halt mal drauf. Ja, okay. So, jetzt habe ich ja hier noch irgendwo. Genau. Diesen hier, den wollte ich ja jetzt ins Bergwerk schicken. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Ich war vorhin so im Floh. So, das ist mir jetzt ein Zack. So. Rock Springs. Wir bauen. Was bauen wir denn hier? Was ist das? Luxusartikel. Nicht näher benannte Luxusartikel. Jetzt habe ich nämlich noch was ganz Grandioses vor. Ich habe jetzt einen Plan. Jetzt brauche ich mal Fracht 2 Waggons. Ich werde jetzt spontan auch schon mal hier so ein paar Indianer zusammenstellen. Handelskrieg in Laramie. Ich werde jetzt mal hier den Weg nach Jackson frei machen. Dachte ich mir so. Weil soll ich ja anschließen, nicht wahr? So, und dann bauen wir uns jetzt nämlich mal ein. Sehr lustigen Zug. Ach Gott, die gesamte Blockade besteht echt nur. Das ist ja lächerlich. Die Blockade besteht aus diesem einen Indianernest da. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja albern. Da hätte ich ja gar nicht so viele Indianer anhören brauchen. Na gut, egal. Also ich würde jetzt spontan behaupten, dass wir diese Mission hier relativ stressfrei und zügig beendet bekommen. So schnell wollte ich das gar nicht beenden. Naja, wir werden das schon hinkriegen. Gut, wie sieht es denn aus? Ja, einmal Waffen, jetzt brauchen wir noch einen Frachtwaggon. Davon. Ah, jetzt haben wir kein Geld mehr. Oje, wir sind pleite. Wir sind pleite. Ich brauche erstmal Knete. Tabakplantage 2 bitte. Das habe ich verpasst. Ja, jetzt wollte ich noch einen Frachtwaggon bauen. So einen hier und einen Passagier. Und dann habe ich nämlich eine tolle Idee. Für eine ziemlich witzige Route. Ja. Wir halten übrigens fest, es ist tatsächlich so. Jackson. Ja. Jackson bringt uns gar nichts. Wir sollen das nur anschließen. Das ist ja eigentlich die Fatze nicht erledigt, würde ich jetzt spontan behaupten. Und es gibt hier definitiv gar nicht mehr. Also das ist ja tatsächlich Kaspar. Und da hat er hier seine Tabakplantage und mehr hat er nicht.
So, jetzt habe ich hier den Weg frei gemacht. So, und jetzt werden wir mal so tun. Also ich würde jetzt spontan behaupten, jetzt fahren wir einmal Tabak. Dann fahren wir zur Tabakplantage, holen einmal Tabak. Genau, und dann wollte ich ja... Genau, da wollte ich hinfahren. Dann laden wir wieder Leute ein und fahren zur Tabakplantage 2. Schnick. Und dann haben wir wieder kein Geld. Schade, schade, Schokolade. Müssen wir dann nochmal machen. Ja, wir haben gerade so ein kleineres Finanzproblem. Ja, das Schöne ist, ich glaube, die Mission sollten wir uns gar nicht so im Kopf machen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das hier mit dem Gold gemeint ist, aber da habe ich jetzt gerade noch keinen richtigen Plan. Pionier, Prospektor. Weil das würde mich ja tatsächlich schon noch interessieren, aber ich komme ja hier nirgends hin. Hier gibt es auch bloß Pioniere, Prospektoren. Hier gibt's, es gibt nichts Aufregendes so richtig. Ja, er holt hier echt aus der Tabakplantage das Zeug und fährt nach Kaspar. Und das war's. Wie funktioniert das mit dem Gold? Keine Ahnung. Ich baue mir noch einen Passagierwaggon. So. Oh, na klasse. Jetzt hängt er hier mit seinen defekten Rotzbahnen. Oh. Das ist ja cool. Das ging ja rugi zugi. Das, jetzt haben wir natürlich die Nebenmissionen nicht erfüllt, aber dann ist es so. Damit muss ich jetzt einfach leben. Damit kann ich auch ehrlich gesagt leben. So, wir löschen mal eine 10 wieder nach raus und nehmen da hier diese mit. Ja, dann haben wir hier leider jetzt 2 Medaillen nicht bekommen. Das ist aber einfach dem geschuldet gewesen, dass ich nicht gedacht habe, dass das so schnell geht. Das hatten wir halt relativ gut im Griff. Das ist aber schön. Wir sind auch sehr stressfrei durchgekommen. In diesem Sinne sage ich mal vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und ich werde wahrscheinlich Utah noch in Angriff nehmen. Mal schauen. Da sehen wir uns dementsprechend beim nächsten Mal oder mit einem neuen Projekt. Bis dahin. Ciao, ciao, der Ära.